Bei Schizophrenien und Wahnerkrankungen ist der Bezug zur Realität tiefgreifend gestört. Typischerweise, jedoch nicht immer, stehen Wahnvorstellungen und Halluzinationen im Vordergrund. Erstsymptom ist meistens ein Wahn, vergiftet, verfolgt oder beeinflusst zu werden. Darüber hinaus geben Betroffene an, Stimmen zu hören, die niemand anderes wahrnimmt. Schizophrenie kann phasenhaft oder schubweise erfolgen. Ihr Auftreten vor dem 13. Lebensjahr ist eine ausgesprochene Seltenheit und prognostisch schlechter als ein Erstauftreten im Erwachsenenalter. Bei den meisten betroffenen Menschen wird die Diagnose im Alter von 20 bis 35 Jahren gestellt, wobei Männer im Allgemeinen früher erkranken als Frauen. Oftmals besteht zu Beginn eine fehlende Krankheitseinsicht. Für den Langzeitverlauf ist es entscheidend, Betroffene für die Erkrankung zu sensibilisieren und eine Reintegration in den Alltag sicherzustellen. Was denken Sie?